Wurde er Ihnen gewährt? Waren Sie mit dem Darlehen erfolgreich? Was wollten Sie kaufen? Irgendwas fürs Baby? Ist schon gut, wir haben das Geld. Was haben Sie gebraucht? Nur Möbel für das Kinderzimmer. Möbel? Ein Babybett und er hat abgelehnt? Ich hatte leider keine Wahl. Was ist das? Arbeiten Sie? Ja, ich arbeite. Aha. Jeden Tag? Jeden Tag. Bitte, es ist nicht seine Schuld. Es liegt an unserer schlechten Kreditwürdigkeit. Wie kann es sein, dass Sie diesem schwer arbeitenden jungen Pärchen Geld verweigern, das Sie dringend für Ihr kleines Kind brauchen und jetzt denken die beiden auch noch, es wäre Ihre Schuld? Wir haben Bewertungen, Einstufungen, die wir... Hören Sie mal zu, ich möchte Sie bitten, das noch einmal zu überdenken. Tun Sie mir den Gefallen, können Sie mal Ihre Bewertungen und Einstufungen vergessen und sich wie ein normaler Mensch benehmen? Ja, natürlich. Sie kriegen es. Sie kriegen alles, was Sie wollen. Nein, bitte. Also, ich weiß, dass Sie aufgrund Ihrer Herkunft nicht in der Lage dazu sind, die Klappe zu halten. Aber eines sollte Ihnen klar sein. Die Sache hier ist kein Spiel mit Zuschauerbeteiligung. Genau da. Ganz sicher? Ganz sicher. Ich finde, dass mein Anteil ein bisschen größer ausfallen müsste. Ich meine, ich habe ja wohl am meisten riskiert. Finden Sie, ja? Stinkt ja widerlich. Ich habe früher in einer Parfümerie gearbeitet. Ich kann nur Blumenduft riechen. Wie wär's, wenn du hier weitermachst? Wie wär's, wenn du dich ein bisschen ranhältst? Hier ist alles okay! Sehen Sie? Ich habe ja gesagt, dass ich gewieft bin. Deshalb finde ich es ja auch fair, über eine größere Belohnung zu reden. Sie wollen neu verhandeln, ja? So ist es. Ich will neu verhandeln. Sehen Sie das als unser abschließendes Angebot an.